Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt ist hier gerade dieses Live-Lämpchen angegangen. Es müsste funktionieren. Ich hoffe auch, dass wir diesmal die Tonprobleme vermeiden können. Deshalb trage ich jetzt hier, ihr könnt das vielleicht schon erahnen oder sehen, so einen super schönen Kopfhörer-Headset mit Mikro. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Zum heutigen Ablauf vom Wochengeblubber. Es ist natürlich anders als gewohnt. Es wird sehr interaktiv. Ich hoffe, ihr bringt euch fleißig mit ein. Ihr könnt euch jederzeit mit einklinken. Wenn ihr Fragen habt, schießt los. Wenn ihr was Bestimmtes sehen oder hören wollt, schießt los. Ihr könnt mir schreiben bei Twitter, bei Facebook oder hier direkt im Chat bei YouTube unter diesem Hangout. Und da werde ich jetzt auch direkt mal reinschauen. So, ich dachte mir, wir fangen einfach mal, bevor ihr euch so zu Wort gemeldet habe, bevor ich die ersten Kommentare überhaupt sehen kann, weil es ist ja alles so ein bisschen zeitverzögert. Fangen wir mal mit den Büchern an, die ich diese Woche so gelesen habe. Und ja, ihr hört richtig, es sind tatsächlich Bücher, die ich gelesen habe. Und zwar hat mein Monat September mit diesem Büchlein begonnen. Vielleicht könnt ihr was erkennen. Ja, ich glaube, jetzt könnt ihr den Titel erkennen. Es heißt Dichtverkehr von Jennifer Hilgert, von kleinen und von großen Gedanken. Hierbei handelt es sich um einen Gedichteband und eigentlich bin ich nicht so der Poet, der Typ, der auf Gedichte steht, aber gerade deswegen habe ich mich gefreut, mal in so ein Büchlein hineinzulesen. Die liebe Jennifer hat mir das ganz überraschend zugeschickt, also falls du, liebe Jennifer, jetzt hier gerade zuschauen solltest, vielen Dank für diese Überraschungspost. Du hast mich damit wirklich sehr überrascht und mir eine große Freude gemacht. Auch was ich jetzt sagen muss, gestehen muss, dass es nicht ganz so mein Ding war. Also, wie schon gesagt, ich kann mit Gedichten nicht ganz so viel anfangen. Vor allem nicht, wenn sie sich nicht so ganz typisch reimen. Dann habe ich da immer so ein kleines Problem mit. Ich bin total der Kulturbanause, oder? Aber trotzdem war da ein Gedicht drin, das mir richtig gut dafür gefallen hat. Vielleicht finde ich das jetzt hier auf die Schnelle. Genau. Es heißt die Wandlung der Buchstaben und ich stehe auf Wortspiele. Ich liebe es, wenn man Buchstaben vertauscht und einfach sich mit der Sprache, mit den einzelnen Worten vielleicht einfach intensiver beschäftigt. Und das hat die Jennifer hier gemacht. Dieses Büchlein habe ich als nächstes gelesen. Scary Harry, Fledermaus Freihaus von Sonja Kaiblinger. Das ist ganz exklusiv beim Fantasy Festival zu kaufen. Gab vorab, denn es erscheint erst Mitte September. Und hierbei handelt es sich einfach um ein Prequel, um eine Vorgeschichte zu den bisherigen Scary Harry-Bänden, die erschienen sind. Band 1 und Band 2 gibt es schon. Und hier geht es einfach darum, hier erfahren wir Leser, wie der Otto, das ist dieser junge Mann hier, er ist 10 Jahre alt, wie er zu seiner Fledermaus gekommen ist. Und die Fledermaus ist keine gewöhnliche Fledermaus, denn sie ist eine Halbgeister. Fledermaus. Sie ist halb lebend, halb Geist. Und wie er zu diesem besonderen Haustier gekommen ist, das erfahren wir in dieser Vorgeschichte. Die spielt an Weihnachten, sodass es eigentlich eher ein Weihnachtsbuch ist. Und ich fand sie so schön. Ich liebe ja sowieso Kinderbücher und finde, dass ich sie viel zu selten lese. Deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt häufiger zu einem Kinderbuch zu greifen und die Kinderbücher auch gern häufiger auf meinem Blog zu besprechen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir schon die ersten Rückmeldungen haben. Steffi, huhu, zusammen, Anka, du klingst sehr oh, da hast du den. Wir hatten es gerade vom Buchstabentausch, oder? Abgehackt, denke ich mal. Okay. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ihr alle da seid und mir wirklich schon Rückmeldung gebt und eingeschaltet habt. Vielen Dank und liebe Grüße an euch alle. So, bei Twitter. Das Bild ist eigentlich ganz gut, aber der Ton schwankt. Dennoch bin ich mal gespannt, was du noch zu erzählen hast. Ja, das bin ich auch, denn ja, natürlich habe ich mich in gewisser Weise auf das Hangout vorbereitet. Super, Ton ist perfekt. Oh, jetzt bin ich auch glücklich. Okay. Oh, ihr seid ja süß. Okay, supi tupi. Fangen wir nochmal von vorne an. Soll ich die Bücher nochmal zeigen, die ich gerade schon in die Kamera gehalten habe? Nee, oder? Sonst lass es mich doch einfach nochmal wissen. Also, da war eine Frage. Ich habe gerade eine Frage gesehen. Girl with the Books. Oh, viele liebe Grüße nach Hamburg. Und ich kann es vielleicht schon mal sagen, ich bin demnächst wieder in Hamburg. Also, wenn du Lust hast, können wir uns ja gern mal auf ein Käffchen oder auf einen Bücherbummel treffen. Ich bin Mitte, Ende September nochmal in Hamburg. Oh, wie süß. Vielen Dank. Okay, jetzt funktioniert's.
Gut. Du fragst, wann kommt deine nächste Lesenacht? Das ist eine gute Frage. Habt ihr Lust auf eine Lesenacht von mir? Weil ich bin momentan nicht ganz so motiviert, eine Lesenacht zu machen, weil ich habe es auch schon mal gesagt, das ist mittlerweile irgendwie so ein bisschen ausgelutscht. Findet ihr nicht? Also es gibt so viele Lesenächte und auch so viele tolle Lesenächte. Ganz, ganz viele Leute, die da ganz, ganz, ganz viel Spaß dran haben, eine Lesenacht zu organisieren. Und ich denke, das Angebot ist recht groß. Wollt ihr dennoch eine Lesenacht von mir? Gut. Also Frage zur Lesenacht. Ja, da könnt ihr ja gerne mal ein bisschen mitdiskutieren. Möchtet ihr nochmal eine Lesenacht oder wie wäre es nochmal mit so einer Woche, so einer Lesewoche? Dass wir eine Woche lang gemeinsam lesen, verschiedene Aufgaben zusammen erledigen und uns einfach gegenseitig nochmal so ein bisschen motivieren können. Da hätte ich eher nochmal Lust drauf. Hallo Silvia, hi. Verena, ja, Lesenacht ist toll. Okay. Ja, wenn ihr laut genug schreit, dann vielleicht. Also wenn ihr da Lust drauf habt, klar, ich möchte natürlich auch nur das machen, woran ihr Spaß habt. Wenn ihr sagt, oh nee, Anka, lass mal lieber, dann lasse ich das auf jeden Fall. Aber wenn ihr sagt ja, dann denke ich da auf jeden Fall nochmal drüber nach. So, weiter geht es. Ich möchte euch noch das Hauptbuch zeigen, das ich diese Woche angefangen habe. Da bin ich noch nicht ganz durch, aber ich habe die erste Seite gerade gelesen und schwuppdiwupp war ich schon hin und weg von diesem Buch. Ich zeige es euch. Ich lese momentan Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Und was soll ich sagen? Ich liebe es abgöttisch. Die Kerstin Gier ist so eine unglaublich talentierte Autorin. Moment, ich bin abgelenkt. Okay. Bücherwurm. Ja, Lesenacht. Bitte, 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 bitte. Okay. Lesewoche finde ich sogar noch besser. Ha, siehst du, Steffi? Verena, klingt auch Juti. Tja, also eine Lesewoche fände ich gut, dann hat man einfach mehr Zeit und kann sich besser austauschen. Das stimmt. Ich finde, da hat man einfach mehr Zeit auch für das Miteinander. In der Lesenacht, da will man ja eigentlich auch lesen, ne? Und da kann man sich nicht so gut währenddessen mit den anderen austauschen. Viele liebe Grüße aus Hamburg zurück. Hier ist es grau, typisch. Aber ich glaube, ihr hattet einen viel, viel, viel schöneren Sommer als wir hier unten in Baden-Württemberg. Ihr hattet viel mehr Sonntage, viel schönere Tage. Lesewoche, Lesenacht, beides gerne. Ich finde auch, die sind langsam ausgelutscht, aber deine nicht. Oh, danke. Wo arbeitest du? Ich arbeite, wo waren wir genau? Ich arbeite in einem Business Center in Stuttgart. Wo genau? Ich glaube, das sage ich jetzt hier nicht, aber was ich sagen kann, ist, dass mir meine Arbeit wahnsinnig gut gefällt. Sie ist sehr, sehr abwechslungsreich und hat leider, ich klammer das jetzt einfach mal ein, leider nichts mit Büchern zu tun. Silvia, ja, Lesewoche wäre besser. Aha. Marcel, hi Marcel, schön, dass du auch da bist. Lesewoche klingt super. Lesenacht oder Lesewoche ist beides super. Ich habe es noch nie geschafft, in einer Lesenacht zu lesen, sagt Steffi. Okay, das kann ich verstehen. Ich selbst habe in meinen Lesenächten auch so gut wie nie gelesen. Erst zum Schluss, so um 2 oder halb 3, habe ich mir dann noch mal so ein paar Seiten gegönnt, bis ich dann eingeschlafen bin. Aber gut, ich habe es mir notiert im Hinterköpfchen, dass wir mal eine Lesenacht noch mal starten können oder eine Lesewoche mal gucken. Die bedarf immer so einiger Vorbereitung und das muss auch eine Woche sein, in der ich einigermaßen viel Zeit dafür habe. So. Wir waren jetzt aber hier, und zwar bei Silber von Kerstin Gier. Das ist nämlich das Buch, das ich momentan lese. Ihr habt schon gehört, ich vergöttere es total. Und ich glaube, es gibt auch kaum jemanden, der das Buch noch nicht gelesen hat, oder? Ich zähle wohl zu einer der letzten, die dieses Buch in die Hand genommen hat. Und das liegt nicht daran, dass ich es noch nicht besitze. Nein, ich habe schon sehr, sehr, sehr lange. Es liegt einfach daran, dass ich dem Hype so ein bisschen aus dem Weg gegangen bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe Angst, dass ich mich von so einem Hype auf der einen Seite mitreißen lasse, aber dass meine Erwartungen an ein Buch dann auch viel zu hoch sind. Man liest dann auf sämtlichen Blogs, boah, dieses Buch ist so toll und es hat mich so begeistert. Dann liest man selbst es und man denkt, es ist das Nonplusultra, es ist das Buch der Bücher. Und irgendwie ist es vielleicht doch zwar sehr gut, aber einfach nicht so mega, mega gut, wie es jetzt eben angekündigt wurde. Und deswegen lege ich es immer gerne noch ein bisschen auf die Seite und jetzt ist aber der Moment gekommen, der Moment für Silber für mich, denn in 1,5 Wochen, 1,5 Wochen, das ist jetzt nur noch hin,
Da darf ich auch endlich zu einer Lesung von Kerstin Gier in Stuttgart. Ich freue mich riesig. Ich freue mich nicht nur auf Kerstin Gier, sondern ich freue mich auch auf all die lieben Leutchen, die da auch vom Stuttgarter Bücher- und Blubber-Stammtisch anwesend sein werden. Es wird sicherlich ein ganz, ganz toller Tag und deswegen möchte ich jetzt auch vorab noch unbedingt Silber 1 lesen. Silber 2, vielleicht schaffe ich das vorher auch noch, aber zumindest Silber 1 und es ist unglaublich toll. An diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, keine Angst, ich spoiler jetzt nicht, aber die erste Szene am Flughafen mit dem Koffer und Liv ist ja wohl der Oberkracher, oder? Ich saß im Zug und musste so kichern, das war mir schon richtig peinlich. Ich bin jetzt auf Seite 206, so ein, ach Quatsch, 263 und ihr könnt es vielleicht erkennen, ich darf nicht so schnelle Bewegungen machen, ich weiß. Ich bin im letzten Drittel angekommen, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich schon über die Hälfte geschafft. Es ist unglaublich gut. Also wer dieses Buch noch nicht gelesen hat, der sollte das jetzt ganz schleunigst auf seine Wunschliste schreiben. Vielleicht gar nicht erst auf die Wunschliste schreiben, sondern direkt kaufen, weil ihr verpasst was. Also wenn ihr Kerstin Giers Humor mögt, sie hat so einen ganz unverbrauchten, jungen und ansteckenden, erfrischenden und echten Humor, auch wenn sie schon ganz, 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 ganz viele Bücher geschrieben hat, trotzdem liest es sich für mich auf der einen Seite von dieser Jugendlichkeit, von dieser Spritzigkeit immer so wie ein Debütroman. Und auf der anderen Seite ist er aber technisch so gut, dass man merkt, okay, die Autorin hat schon so einige Geschichten geschrieben. Eine ganz, 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 ganz große Leseempfehlung von mir. Ich halte es vielleicht auch nochmal genau direkt voll in die Kamera, weil es sieht auch noch traumhaft schön aus. So. Jetzt gucken wir mal, was ihr so in der Zwischenzeit geblubbert habt. Ah, dem Lesewahnsinn verfallen. Oh, das sind wir alle, ne? Was schätzt du? Liest du mehr Self-Publisher-E-Books-Bücher oder mehr die normalen publizierten? Gute Frage. Bei mir ist es so, also E-Books lese ich schon mal gar nicht, weil ich habe gar keinen E-Reader und ich würde auch dieses Gefühl vermissen, ein richtiges Buch in der Hand zu haben. Und das ist für mich, Lesen ist für mich ein Erlebnis. Versteht ihr, was ich meine? Also ich brauche jetzt auch gern Hardcover in der Hand. Ich brauche dieses Seitenumblättern. Ich brauche den Geruch eines Buches. Und ja, ich brauche einfach dieses Buch in der Hand. Ich habe zwar schon E-Books gelesen, zwar nicht auf einem E-Reader, sondern auf meinem Handy. Das lag daran, dass ich einmal eine App ausprobiert habe. Wie hieß jetzt die gleich noch? Muss ich nachgucken, erzähle ich euch gerne, weil es war eine sehr gute E-Book-App. Und dann habe ich Test gelesen, also Manuskript, das so auch noch gar nicht gedruckt wurde. Die bekomme ich zugeschickt als PDF und die habe ich dann auch übers Handy gelesen, hat sich am besten angeboten, weil über Laptop fand ich das ganz grausam. Und das ging dann schon irgendwie, aber mir hat definitiv was gefehlt. So, ihr Süßen, an dieser Stelle machen wir einen Cut, sonst wird es viel zu lang. Ihr seht aber, es geht noch weiter. Das war jetzt der erste Teil meines Hangouts, meines Live-Geblubbers zusammen mit euch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch den nächsten Teil noch anschauen wollt. Sobald er online ist, werde ich ihn euch in der Infobox verlinken. Alle weiteren Infos, News etc. findet ihr auf Facebook, bei Twitter oder auch hier bei YouTube. Natürlich dürft ihr auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich sage bisher schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Ciao!